Hallo War Thunder, Leute, so kann's aussehen, wenn das deutsche Team vollkommen verkackt. Ich wurde Erster mit 7 Kills, musste unseren Spawn gut verteidigen und wie viele hier sind die Kills? Über die Hälfte aller Leute von uns hat gar keine Kills gemacht und sind auch dreimal reingegangen. Die Gegner sind hier einfach durchgestampft, gestompt. Ich habe die Maus freigeschaltet, denn darum soll es heute gehen, um die coole Maus, die ich erforscht habe. Ich werde sie mir jetzt gleich kaufen und dann werde mal die ersten paar Stockrunden fahren. Das wird auch Spaß. Was habe ich denn hier? Landfahrzeuge. Okay. Scheint irgendeine Quest zu sein, irgendein komisches Event. Premium-Konto. Nein, danke. Oh, das BMP ist fertig. Die Maus bestellen wir uns gleich mal. Und die soll hier den Slot sich holen. Und dadurch, dass wir die Maus jetzt haben, ich würde gerne am Flakpanzer forschen, aber der Raketenautomat, der ist so verlockend, würde ich sagen. Oder der DF. Hätte man einen Autoloader? Der DF könnte cool werden. Forsch mal an dem. Luftschlaghammer. Kaufen. Zack. Luftschlag. Kosten. Ja. 119. Hier und da will ich ein paar Sachen ausbauen, wie zum Beispiel hier. Verbesserte Optik ist nur für Arcade interessant und nicht für Realismus. Und da haben wir die Maus. Oh, schöner Anblick. Ich muss sagen, ich mag sie, habe aber sie noch nicht gespielt, die Maus. Im Panzerkampfwagen 8 sollte das sein. Worum es mir hauptsächlich bei der Maus geht oder was ich so sehr an ihr mag, ist die 75mm Kanone. Module, da haben wir sie. 75mm Kanone. 44L36. 7,5. Ist das die Kurze vom Panzer 4? L37, 36, 24. L40. Ist auf jeden Fall eine andere Kanone. Ich werde mal raussuchen, was das für eine Panzer 4 Kanone ist. Und damit kann man gut Gegner baiten, man kann ganz gut Unheil anrichten. Werde ich mir, wie viel kostet denn die Crew? 340.000. Ja, komm, das machen wir. Ich habe Lust auf die Maus. Und damit sind wir schon bei 19,3 Sekunden. Und generell wird die Maus auch ein bisschen besser, weil man muss relativ viel reparieren. Sei es Ketten, Kanone vor allem. Da will man schon schnell wieder weg aus der Reparatur sein. Und wir werden, glaube ich, so ein bisschen zu Bravo-Schmavo fahren. Hier werde ich keine AE mitnehmen. Hier werden wir ein bisschen runtergehen. Ja, 25 Schuss reicht. Dann machen wir 5 HE und 20 Heat. Und ja, könnten noch standardmäßig Heat auswählen. Oh ja, wir haben sogar eine Maus. Schick, schick, schick. Ja, wir könnten standardmäßig Heat auswählen für die 75er, aber kann ich das jetzt machen? Nee, ich wünschte, das könnte man hier ändern. Bei anderen Panzer kann man das, glaube ich, einstellen und oh mein Gott. Wenn ich da einmal die Wanne drehen möchte, muss ich wirklich dafür stehen bleiben. Oh Gott, dauert das langsam. Bei C sind ein paar Gegner. T55 hat die Maus rausgenommen. Oh, das ist kacke. Dann, der war, glaube ich, hier vorne, der T55. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich die zweite 75er-Kanone abfeuern kann. Shit. Er hat mir auch schön die Dings-Crew rausgenommen. Dass ich nicht zurückschießen kann. Jetzt müsste ich den Turm so ein bisschen anwinkeln, dass er abprallt. Warum hat unser Kollege da nicht drauf geschossen? Ist der wieder weggefahren oder was hat der gemacht? Ich musste. Ah ne, das war das MG, das war nicht das, was er abfeuern wollte. Ah, du Drecksack. Das Gute ist, wir sind so ein bisschen stabilisiert, weil wir relativ langsam fahren können. Will er jetzt nochmal pieken?
Hat mein Kollege den da unten rausgenommen? Nee. Ach, Kacke. Gegen euren dreckigen Rauch kann ich auch nichts machen. Wieso mache ich da keinen Schaden am BMP? Ja, der Schuss war schlecht gesetzt, aber meine Fresse. Ich habe es irgendwie, glaube ich, jetzt geschafft, die Steuerung herauszufinden für das Sekundärgeschütz. Muss mir aber mal anschauen, wie man das am besten legen kann. Werde ich mir mal ein paar Guides anschauen und vor mir ist schon jemand verreckt. Ah, das war... Oh Gott, wir kriegen aber ordentlich auf die Mütze. Da hinten stand noch ein Italiener, okay. Das ist witzig. Den ich noch mit der Sprengwirkung erwischt habe. Okay, ja, ich merke, die Maus ist echt stock ultra schwierig zu spielen. Aber wenigstens hat sie so ein bisschen eingebauten Stabi. Jetzt weiß ich noch nicht, was ich mit meiner kaputten Kanone machen soll. Jetzt ist es wieder einsatzbereit. Ja, dann fahre ich einfach mal hier lang. Hey, viel Spaß, ihr IS-Freunde. Wer schießt denn da hinten? Kann ich gar nicht sehen. Ich habe jetzt herausgefunden, wie ich... Warte mal, warum ist denn die Reihenfolge hier immer noch die... Weil ich die vorher ausgewählt habe. Nee, ich weiß jetzt, wie ich die zweite Kanone abschießen kann und dann mit der ersten nachschießen kann. Hab mir ein kleines Tutorial auf YouTube angeschaut. Wegen der Tastenbelegung, das ist echt nicht so hilfreich. Ach, verdammt, ich wünschte, ich würde jetzt rechts lang fahren. Panzer 4H, was geht denn hier? So richtig will ich mich mit den T-54 auch nicht anlegen. Was für eine merkwürdige Latenz habe ich denn bitte? Warte mal, hier steht noch einer. Wer hat mich da durchschlagen? Oh nee. Nicht eine M103. Wenn er schon durch IS-Panzer gut durchkommt, dann... Ist er für uns ein leichtes Fresschen? Der scheiß Busch. Kacke. Aber der hat einen guten, einen schlechten Reload. Oh, tut mir leid, Kollege. Huh, das war sexy. Gut angewinkelt, aber trotzdem noch eine eingeschenkt bekommen. Das heißt, ich... Zieh mich mal zurück. Ja. So. Jetzt können wir hier nochmal ein bisschen pingen und dann so gut es geht in unseren Tod springen. Ich wünschte, ich könnte reparieren. Warte mal, die 75er funktioniert noch. Dreh den Turm. Dreh den Turm. Kacke. Schon wieder die gleiche Stelle. Ja, Kollege, du musst mich schon flankieren. Damit du dir Schaden an mir verrichtest. In 20 Sekunden habe ich es geschafft. Los, dreh den Turm. Wer hockt überhaupt da hinten? Wie er einfach abhaut. Haha. Ich hab dir den... Shit, den Ladeschütze rausgenommen. Kacke. Verdammt, das hätte unser 75mm Kill werden können, den wir hier hinbekommen. Da sind wir verreckt. Wir schaffen es sogar noch auf den Punkt. Geil.
Oh. Ui, sexy. Sind wir hinten auf dem Dach nochmal ordentlich abgeprallt. Jawohl, der erste 75mm Kill. Und jetzt schnappen wir uns den IS-Panzer. Oh, zum Glück war ich größer. Psst, scheiße. Ich wünschte, der Turm würde sich wenigstens noch mitdrehen. Warte mal. Ja. Ach, Kacke. Nimmt mich so ein hässlicher Kasemattenpanzer raus. Ich glaub's ja wohl nicht. Aber auch nur, weil er Heat FS hat. Oh, naja. Warte mal, wie viele Kills waren? Waren das 10? Ne, es waren 7 Kills. Oh, und da war noch M51. Weißt du, die haben wieder nichts hinbekommen. Der Tiger 2P hat wieder seinen Turm nicht ausgespielt. Und der Jagdtiger, der wurde von irgendwas anderem vernascht. Wahrscheinlich von den Kollegen, die da auf der 7er Linie waren. Aber nichtsdestotrotz sollte das hier ein Sieg gewesen sein. Oh ne, 5000 EP, das sollte was geworden. Ja, was geworden sein. 35.000 Silverlines dafür, schick. Oh, ja stimmt, das haben sie ein bisschen billiger gemacht, habe ich das Gefühl. Und damit, warte mal, wir sollten jetzt auf jeden Fall aufs Einschießen gehen. Dann wahrscheinlich Filter, Verstärkung, warte mal, Richtantrieb. Schützrichtgeschwindigkeit wäre vielleicht auch noch ganz nett. Aber auf jeden Fall so, dass wir am schnellsten zur TS-Munition gehen. Warte mal, wir machen mal einschießen. Einschießen auch auf jeden Fall wichtig bei unserer Art Sniper-Tank. Kacke. Ich wünschte, er tobt jetzt genauso, wie ich mich freue. Umgekehrt. Kacke. Weiß nicht so recht, wo der Schuss hingegangen ist. Jetzt müssen wir auf jeden Fall ein bisschen tryharden hier. Nimm das. Vielleicht kriege ich hier eine Shot-Trap hin, ey. Ach, Kacke. Der Kollege, ja, der wird mir eklig werden. Und in 4 Sekunden kann ich wieder meine Ketten bewegen. Ich komme hier nicht wirklich weg, das ist das Problem. Ich glaube... Ich glaube, ich ziehe mich einfach hier zurück. Oh, zum Glück hat er verschossen. Ciao, mein Freund. Danke, M51. Für die Falle. Naja, den einen Kill konnte ich noch mitnehmen. Weiß nicht, wo der andere Kollege mich hier getroffen hat. Der steht hinter mir. Nee, seitlich hinter mir. Ist das eine eklige Situation. Naja. Da hätte ich mich noch irgendwie komisch anwinkeln können und den Turm drehen können, aber ja. Ich habe das Beste rausgemacht mit 4 Kills. Er hat geschossen. Aber ich muss doch weiter nach vorne fahren. Kacke.
Ja, er bekämpft den. Was? Och, nein. Hey, oh, ich habe den Ladeschützen orange geschossen. Ach, komm schon. Ey, was soll der Scheiß? Geiler Scheiß, nimm das. Nimm das, du Arschgesicht. Jetzt kommen die deutschen Super-Heavys und normalen Heavys. Kacke. Kann ich mal den Baum zerstören? Jawohl. Oh, geil. Voll den Suppen-Pershing. Geköpft. Hallo. Ich bin ne Maus, ich würde gern den Punkt erobern. Ich würde mir so einscheißen, wenn ich Schweden spielen würde. Ach, Kacke. Klauen Sie mir noch den Kill. Sauber. Gut, jetzt hier nochmal anwinkeln. Oh. Stark Tiger 2. Hätte ich nicht gedacht. Ich meine, der hat wahrscheinlich gut seine Unterwanne gezeigt oder irgendeinen anderen Weak Spot, aber gut gemacht, Tiger 2P. Das heißt, da fährt jemand. Ja, dann werde ich mal hier Richtung Silo fahren, dass ich ein bisschen Deckung mitnehmen kann. Der Schrittwagen, sehr eklig, egal in welchem Fahrzeug man sitzt. Weil er einfach super klein ist, er kann, glaube ich, noch spotten. Hat einen Autoloader, APFSDS. Richtig eklig. Was nicht so eklig ist, ist der kleine M46 da hinten. Oder vielleicht auch M26. Ne, sollte ein M46 sein. Weil er sonst wenig Sinn ergibt auf dem Battle Rating. Das Problem ist. Kannst du aufhören, mich anzuschauen? Dankeschön. Ach, da hinten ist irgendwas abgeplatzt vom Helikopter. Schießt mich da hinten überhaupt an? Dämlichen Schweden. Ah, da kommt der Zug. Treffe ich den? Yeah! Motor ausgeschaltet. Oh yeah! Geil. Hier hinten ist ein Feind. Haha! Mit dem automatischen Stabi habe ich die ZSU auseinandergenommen. War das der Arty Strike? Sah eher nach einer Rakete aus. Ach komm schon. Dämliche Gleiskette kannst du mal sonst wohin stecken. Ah. Ich würde sagen, es ist ein Light. Es ist eine ZSU. Ah, mit der Heat. Ah, gut gesniped. Die 75er. Die 75er, gut gebaitet. Oh, ich lieb's. Endlich. Endlich wurden mal mit einer scheiß overpowerten HE-Granate rausgenommen. Endlich. Wurde mich getroffen. Ach komm schon, weißt du, wir haben sogar das Schild oben. Schönes Ding. Jetzt gibt es nämlich noch ein paar eklige Gegner hier drüben. Da steht der Zug, da hinten steht jemand. Sauber. Vielleicht ein bisschen niedrig geschossen, aber. Okay, wer schießt mich links an? Hier hinten. Jawohl.
Das war, glaube ich, nicht mein Kollege. Aktuell, naja. Mein Team muss halt aufholen. Ich kann halt nur angreifen, nicht andere Sachen machen. Ja, ich lasse mich mal kurz fallen. Wird mir stinken, wenn ich du wär. Damit haben wir einen Richtantrieb und können uns noch was anderes Cooles holen. Ja! Wir können uns die TS-Munition holen. Stark. Kaufen wir uns die hier? Ah ja, wir haben schon einen Filter, das ist schön. Ja, ich muss mir die TS-Munition kaufen. Die ergibt so viel Sinn für die Maus. Und jetzt der Motor. Der Motor ist wesentlich wichtiger als das Getriebe. Ich hatte überlegt, vielleicht einen Drehkranz. Aber die 1 Grad, die man da noch drauf bekommt, sind auch nicht so gut. Nebeltöpfe wären noch interessant, genau wie Gleisketten. Habe ich das Gefühl.